Ja, hallo alle zusammen. Schön, euch mal wiederzusehen. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ist hinter mir eine Burg. Und das hat auch seinen guten Grund, denn unsere heutige Geschichte spielt ebenfalls in einer Burg. Die dritte und letzte Geschichte von unserem Tag, Gespenst Nono. Doch wie ist das Gespenst eigentlich zu einem Gespenst geworden? Nun, das möchte ich euch vor der Geschichte noch eben kurz erzählen. So eine Art Vorgeschichte, versteht sich. Vor langer, langer Zeit im Mittelalter auf der Burg Otterstein war das Leben noch wie im Paradiese. Alle waren glücklich, alles war gut und tausende von Menschen kamen täglich nur, um Burg Otterstein sehen zu können, da diese Burg als eine der schönsten Burgen der Welt galt. Nur allein in der Nähe der Burg zu wohnen, war schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Doch irgendwann legte sich ein dunkler Schatten über die Burg und brachte die Pest. Die Krankheit, die so vielen unschuldigen Menschen das Leben kostete. Alle auf der Burg und in der Umgebung starben. Doch der Geist eines Puppenspielers, der so sehr an Burg Otterstein hing, wurde zum Taggespenst Nono und blieb seitdem allein zurück auf der Burg, um Krone und Schatz zu beschützen. Also, wie Nono zu einem Gespenst wurde, das habt ihr ja jetzt gesehen. Doch wie die abenteuerliche Geschichte von Nono endet, das seht ihr jetzt in Das Gespenst mit der Krone 3, der gespensterhafte Schatz. Na dann, viel Spaß! Hallo, hallo, ist denn da keiner? Ich brauche Hilfe. Hallo. Wer ruft denn da? Wer ruft denn da? Hallo? Ich Wo? Wo? hier im Ich sehe nichts. Brunnen. Ach, im Brunnen. Ach, da, im Brunnen. Wie Hallo. kommst du denn in den Brunnen, mein Freund? Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich hol mich hier raus und Ja, komm, erzähl ich dir komm. alles. Ich gebe dir meine Hand. Komm, Hier. ich zieh dich raus. Ah, toll. Danke. Toll, super. Danke. Super. Mensch, du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dir das zu erzählen. Also angefangen hat es mit so einer wertvollen Krone. Die wollte ich klauen. Ja, und dann hat mich das Gespenst, was die Krone bewacht hat, geschnappt, mich ins Verlies gesperrt. Da konnte ich dann später entkommen. Aber die Krone konnte ich nicht mitnehmen. Ja, dann habe ich versucht, den König zu entführen. Ja, das hat mir das Gespenst dann auch streitig gemacht. Und dann bin ich in den Brunnen gekommen. Wie Gespenste? Gibt doch gar keine Geister oder Gespenster. Doch, doch, ein Taggespenst namens Nono. Davon habe ich aber auch schon gehört. Dann gibt es ihn denn doch wirklich. Ja. Ja, toll. Naja, also mit der Krone. Naja, das kann ich vergessen. An die kommen wir nicht mehr. Aha. Und ja, der König, der ist verreist. Nono wäre also alleine. Aber da gäb's noch was. Was denn? Was denn? Erzähl. Angeblich hat Nono einen sagenumwobenen Goldschatz. Oh, super. Den könnten wir klauen. Und uns den teilen? Reicht der denn für uns beide? Ja, bestimmt. Bestimmt? Ja, Ja. bestimmt. Und du weißt, wo der ist, oder? Hast du eine Karte vielleicht? Eine Schatzkarte? Eine Schatzkarte nicht, aber ich war damals im Raum in Nonos Kemenate und da Aha. stand auch die Kiste. Aber die ist verdammt schwer aufzukriegen. Aber zu zweit schaffen wir das bestimmt. Ja, und was machen wir, wenn Nono auftaucht? Wir sind ja jetzt zu zweit.
Vielleicht können wir ihn ja überlisten oder gar gefangen nehmen. Ja, das ist eine gute Idee, Wolfgang. Denn wenn Nono kommt, dann hauen wir einfach drauf. Ja, ist das ja so einfach? Oder brauchen wir vielleicht eine Gespensterfalle oder so? Oder können wir das vielleicht, weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Gespenst gesehen oder geschweige denn gefangen. Ja, ich glaube, das müsste so gehen. Gespenster sind ja auch irgendwie Menschen gewesen. Ja, dann lass uns mal zur Tat schreiben. Weißt du denn, wie wir ungesehen in die Burg kommen? Mal überlegen. Ich glaube, da war damals so ein Geheimgang an der Burg. Da könnten wir ungesehen reinkommen. Ja, vielleicht kann ich den ja auch erschnüffeln. Ich bin ja ein Wolf und habe eine gute Nase. Wenn du ungefähr weißt, wo der war, dann kann ich den ja vielleicht finden. Mhm. Dann lass uns mal gehen. Jo. Dann komm. Ja, mir nach. Ja, ich komm dir nach. So, da wären wir endlich an der Burg. Ja toll, da sind zwei Wachen. Die muss der König wohl zurückgelassen haben. Und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Aber da vorne, wir müssen die Burg mehr untersuchen. Vielleicht so fast hinter der Burg mal gucken oder so, wo Geheimeingänge meistens sein könnten. Das ist eine gute Idee. Aber weißt du was? Ich habe immer noch Bedenken wegen dem Taggespenst. Da ich ja noch nie Gespenster oder sowas und war eigentlich zwar, ja ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Schiss davor. Jetzt reiß dich endlich zusammen. Guck dich an, du bist ein Wolf. Ja, das stimmt. Ja, also. Ja, du hast recht. Ja, komm. Ja. Sollen wir gehen? Soll ich vorausgehen? Ja, geh voraus. Ich schnüffel mal ein bisschen. Vielleicht haben wir ja Glück. Genau, also, genau, genau. Ja, okay. Dann lass uns gehen. Ja, aber wir müssen aufpassen, ne? Dass die Wachen da keinen Verdacht schöpfen. Ja, wir müssen dann leise sein. Ich kann ja auch gut schleichen. Okay, ja. Du musst dann komm hinter mir her. Okay, mach, ja, komm. Ich halte den Rücken frei. Ja, guck mal, ob keiner guckt. Kommst du jetzt? Ja, ich komme. Ach ja, so ein Spaziergang ist doch etwas Wunderbares, nicht wahr? Nanu, hier an diesem Teil der Burg war ich ja schon lange nicht mehr. Und da ist ja auch der Geheimgang, ja? Eine unsichtbare Tür ist hier nämlich. Durch die ist Räuber Jaromir bestimmt damals hindurch. Denn sonst hätte ich ihn ja schon viel früher gesehen. Ja, damals als er meine Krone klauen wollte. Naja, das ist ja jetzt Gott sei Dank alles Vergangenheit. Aber trotzdem, der Geheimgang ist mir noch so ein bisschen suspekt. Ich glaube zwar nicht, dass da noch irgendwas passieren kann, aber man kann ja nie wissen. Also wenn der König wieder da ist, muss ich mal mit ihm reden, dass wir den Geheimgang am besten zumauern. Sicher ist sicher. So, dann werde ich noch ein bisschen durch den Park spazieren gehen. Aber Nanu, was ist das denn? Hier führt ja eine alte Treppe runter. Naja, auch gut. Hier riecht was. Ja? Ja. Ich war's nicht. Nee, so meinte ich das nicht. Ach so. Aber ich glaube, ich würde tippen. Ja? Kommt dir hier nichts bekannt vor? Ja, hier? Ja. Ja? Ja, ja, hier war ich schon mal, genau. Das riecht so nach dir hier, so, ja. so von, so, ich würde sagen, da. Oh, was war das? Was ist das? Ja, da musst du aufpassen. Das ist eine sogenannte Porta Magica, eine geheime Pforte. Aha. Ja, ja. Aha. Die muss wohl mal im Mittelalter ein Zauberer gemacht haben. Ja. Und wenn man durch diese Pforte geht, dann verschwindet man direkt in der Burg. Und das ist nicht gefährlich? Also ich habe das schon einmal ausprobiert. Ich fand's nicht gefährlich. Tut das nicht weh? Nein, das kribbelt nur ein bisschen am Anfang. Boah, da kann ich mit leben. Ja.
Was hältst du von? Gehst du vor oder soll ich vorgehen? Ich gehe vor und du kommst nach. Ich guck, ob keiner kommt. Genau. Guck du auch mal? Ja, wir dass müssen, uns keiner sieht? Ja, ne? Wir müssen aufpassen, dass Nono uns nicht entdeckt. Ja. Kann man Nono überhaupt riechen? Kann man Gespenster riechen? Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, nein. Toll, toll. Na deswegen ja. Müssen wir aufpassen. Ja. Okay. Dann geh du vor, dann folge ich dir. Ja, gut. So. Trautes Heim, Glück allein. Endlich bin ich wieder in meiner Kemenate. Ah, wie schön. Aber der Spaziergang, der hat mich richtig müde gemacht. Na nun, worauf sitze ich hier eigentlich? Ah, natürlich. Auf der Schatzkiste, ja. In der Kiste bewahre ich meinen gespensterhaften Goldschatz auf. Naja, ich meine mal unter uns. So goldig ist er gar nicht. Da sind nämlich nur Schokoladentaler drin. Ja, aber Schokolade ist in unserer Zeit sehr wertvoll und kostbar. Und wird sogar hin und wieder mit Gold aufgewogen. Ja, die hatte ich ganz vergessen, nach den ganzen Problemen, die Jaro mir bereitet hatte. Erst die Sache mit meiner Krone. Und dann die Sache mit meinem Freund, dem König, der damals von Jaromir entführt wurde. Ja. Aber Nanu, was ist das denn? Meine Gespensternase juckt. Das bedeutet, dass jemand auf den Weg hierher ist. Aber der König wollte doch erst morgen wiederkommen. Moment. Denn sind es vielleicht andere Räuber. Räuber Jaromir ist ja immer noch in seinem Brunnen gefangen. Hoffe ich zumindest. Ach Gott, was mache ich denn jetzt? Auf sowas bin ich gar nicht vorbereitet. Wo könnte ich mich denn verstecken? Vielleicht unter das Bett? Nee, da passe ich nicht runter. Aber hey, natürlich. Hier, meine alte Ritterrüstung. Hoffentlich passe ich da noch rein. Meine Güte! Ist die Rüstung aber eng. Ja, ich merke schon, ich darf nicht mehr so viel naschen. Aber der Gespensterpudding, der ist einfach so lecker. Verdammt enge Rüstung. Mann. Aber jetzt muss ich still sein. Denn da kommt ja wer. Oh Gott. Na, da bin ich mal gespannt, wer das sein mag. Boah! Puh! Oh, das war aber ein Höllenbrett, so. Ja, das sag ich dir. Ja. Ja, toll. Aber jetzt sind wir wenigstens im Zimmer von Nono. Ein Bett. Nein, aber lass uns zur Tat schreiten. Genau. Ist das jetzt die Truhe? Ja, das ist die Truhe. Aha. Da muss der Goldschatz drin sein. Hast du Werkzeug mitgenommen? Leider nicht. Hast du Dietrich? Nee, hab ich nicht. Und dann versuchen wir es so, okay? Ja, komm, mit vereinten Kräften. Hey, was soll das hier? Hast du das gehört? Ja. Was war das denn? Ich weiß nicht. Muss der Wind gewesen sein. Ja, ist ja ein altes Gemäuer, ja, genau. Ne? Lass uns weitermachen. Hey! Hey! Hallo, was ist das? Weiß ich nicht. Also nach Nono hat es sich nicht angehört, außer Nono würde sich in irgendeinem Kostüm reingezwängt haben und die Stimme verstellt. Aha. Aber ich sehe ja nichts. Ich auch nichts. Versuch ich rieche ja auch nichts. Gespenster kann man ja nicht riechen. Ja. Lass uns weitermachen. Also ehrlich, das wird mir jetzt so langsam ungeheuerlich. Ich glaube fast, das kommt hier aus dieser Rüstung, aber... Lass mich mal riechen. Nee. Riecht nach nichts, nur nach Metall. Komisch, ja. Lass uns jetzt weitermachen. Ja, okay. Oh, weißt du was? Wir versuchen, die Truhe einfach mitzunehmen. Ja, gute Idee. Und machen das in deinem Versteck, ja. Wo du Werkzeug hast. Ja, das ist eine gute Idee. Aber meinst du, wir schaffen das, wir beide? Ja, bestimmt. Was du an dem... Halt, stopp! Ja?
Weißt du noch, wo der Geheimausgang ist? Oder Eingang, wo wir reinkamen? Oh, Moment. Sonst müssen wir ja an den Wachen vorbei. Hm. Was jetzt? Dann überrumpeln wir die Wachen einfach. Ja gut, irgendwo werden wir was finden und schlagen die einfach nieder. Genau, das ist eine gute Idee. Dann lass uns mal versuchen, die Truhe zu tragen. Ja. Oh. Oh, die krieg ich nicht vom Fleck. Wie angeklebt. Ja, und jetzt? Ja. Ich weiß es auch nicht. Komm, lass noch mal versuchen. Was ist das denn? Jaromir, du alter Räuber. Hab ich doch richtig gehört. Wer bist du denn? Ja, dreimal darfst du raten. Das ist Nono. Ja. Du furchterregend siehst du ja gar nicht aus. Ja, aber ich kann furchterregend werden, wenn ich will. Du hast wahrscheinlich noch nicht die Bekanntschaft mit Wolfgang, dem Wolf, gemacht. Und du hast wahrscheinlich noch nicht die Bekanntschaft mit mir gemacht und weißt nicht, wozu ich fähig bin. Hm, kommt drauf an. Los, wir müssen ihn überrumpeln. Los, auf ihn! Ja! Aua! Was war das denn? Nono ist verschwunden. Ach ja, ist ja ein Gespenst, ne? Ja, der kann sich unsichtbar machen. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir müssen aufpassen. Aua, 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 aua. So, ich krieg dich gleich. Das wollen wir doch erst mal sehen. Zack, aua. Aua, aua, aua. So. Der tritt mir immer in den Po. Und mich in meinen Rücken. Aua, aua, aua. Wenn ich ihn da riechen oder ja, sehen könnte oder riechen könnte, würde ich mir den schnappen. Guck mal. Hä? Was ist das denn? Moment, das sind Ketten. Richtig, und genau mit diesen Ketten werde ich euch jetzt anketten, wie räudige Hunde. Nein, 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 aua, nein, aua, 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 nein. Und wenn das gleich erledigt ist, kommt ihr in ein Verlies. Aber in eins, wo selbst Jaromir nicht mehr rauskommen kann. Und wenn König Alfons morgen wieder da ist, wird er über euch richten und entscheiden, was mit euch geschieht. Das wäre jetzt also auch geschafft. Die beiden Räuber sitzen jetzt hinter Schloss und Riegel, wo sie hingehören. Nun, ich gebe zu, ich mache es nicht gerne, aber Strafe muss sein. Und was lernen wir daraus? Verbrechen zahlen sich nie aus. Aber das hat mich jetzt so fertig gemacht. Ach, ich bin richtig kraftlos und müde. Jetzt gerade habe ich noch einen Abschiedsbrief an meinen Freund König Alfons geschrieben und ihm die ganze Sache geschildert. Aber auch, dass ich jetzt gehen werde, denn meine Aufgabe ist getan. Die Räuber können nichts mehr machen und das Land, das hat ja den König. Jetzt wird meine Seele endlich Ruhe finden. Ich werde jetzt einschlafen und ich glaube, wenn ich aufwachen werde, werde ich auf einer wunderschönen Blumenwiese sein. So, wie ich es immer erhofft hatte. Ja, und was soll ich jetzt noch sagen? Meine Geschichte ist zu Ende. Aber wer weiß, was König Alfons noch für Abenteuer erleben wird. Und den Schokoladengoldschatz, dem vermache ich ihm auch. Na also dann, gute Nacht.